Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die The Album Box von Blackpink. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. The Album von Blackpink, das Ganze am 2. Oktober erschienen. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Pop. Jawohl, es ist das Debütalbum der Band Blackpink. Wir haben hier eine kompakte quadratische Box. Und bevor wir die Folie abmachen, haben wir hier oben rechts noch einen Sticker. Und zwar lesen wir hier, was sich alles in der Box befindet. So, wir haben hier CD, Hardcover, Fotobook, 6 Postkarten, 2 Fotokarten, Sticker, dann einen Zettel, wo die Credits drauf sind, eine weitere Fotokarte, ein Poster und nochmal 2 Gruppenfotokarten. Okay, also klingt nach einer Menge Inhalt, vor allem einer Menge Fotos und Karten. Wir werden mal hier das Ganze aufschneiden. Und dann geben wir mal die Folie weg. So, das ist die Box. Kommt ja in so einem matten Schwarz. In der Mitte dann Blackpink, also der Name der Band, und darunter The Album, also das ist der Albumtitel. Ja, auf den Seiten hier in Schwarz, links und rechts kommt dann hier das Rosa zum Vorschein und auf der Unterseite glatt Schwarz. Okay, das Ganze kann man dann aufmachen. Ich gehe mal davon aus, dass es sich hier hinten, nein, okay, weil hier ist irgendwie so ein Anschluss, aber hier lässt sich scheinbar nicht öffnen, dann lässt es sich wahrscheinlich rausschieben oder, nein, Tatsache, es geht hier oben doch auf. Gut, also gar nicht so einfach rauszufinden, wie die Box sich öffnen lässt, aber schlussendlich haben wir es doch geschafft. Als erstes kommt uns das Buch entgegen, dann haben wir einmal einen, ich glaube, wir werden es besser so machen, ja. So, dann haben wir hier diverse weitere Inhalte und ich glaube, das ist der letzte Inhalt, die Album-CD, denn ich glaube mal, dass das, na, oh ja, es geht sogar raus, wir schauen mal kurz, vielleicht ist darunter noch etwas verborgen. Nein, okay, also dieser Einsatz hier ist dann auf dem Boden, dann lassen wir den mal drin, die Album-CD findet ja auch noch Platz. Okay, dann schauen wir uns mal die anderen Sachen an. Und zwar haben wir hier einmal das hier. Da ist wahrscheinlich auch noch Inhalt drin. Dann hier ein kleines dünnes Heftchen. Dann hier nochmal so eine Fotomappe. Und hier das dicke Buch. Ich würde sagen, wir starten mit dem Hardcover-Buch. So sieht das aus. Ein sehr heftiges Cover. Also wir haben hier so ein Kärtchen aufgeklebt und das Ganze hat dann hier so eine Wackelkarte, so eine Wackelbildoptik und hier je nachdem, wie man das Ganze dann ins Licht hält, je nachdem, wie man das hier kippt, kommen hier unterschiedliche Bilder und Sachen zum Vorschein. Sieht echt mächtig aus. So, auf der Seite lesen wir auch wieder die Album, auf der Rückseite Blackpink und dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. So, hier geht's los. Und hier haben wir dann die einzelnen Bandmitglieder abgebildet. Wir haben in dieser Band 4 Frauen, die wir hier in unterschiedlichen Outfits und Posen sehen. So. Also jede Menge Fotos. Wir werden das Ganze mal kurz beschleunigen. Ja, also ihr seht, das ist wirklich wie so ein Modelkatalog, wegen so einem Fotoshooting, wie so eine Fotomappe. Hier ist alles voller Fotos der einzelnen Bandmitglieder. Und ich glaube, hier ist echt gar kein Text oder irgendwie was drin. Hier ist wirklich, ja, bis zur letzten Seite sind hier Fotos. Okay. Dann haben wir als nächstes so ein kleines Mäppchen hier. Das kommt ja in einem Silber. Die Album, dann haben wir hier zum ersten Mal die Beteiligten des Albums.
Hier unten in so einem Regenbogen-Silberaufdruck. Das Ganze ist hier auch geprägt. Und dann haben wir auch wieder eine der Damen abgebildet. Und wir schauen mal, wo... Ah ja, okay, man kann das, glaube ich, genau hier rausschieben. Und dann hat hier jede ihre einzelne Fotokarte. Bedeutet insgesamt 4 Stück. So sieht das aus. Also Rose, Jennie, Lisa und Jisoo. Alle 4 Damen hier auf ihren einzelnen Fotos abgebildet. Und je nachdem, welche man hier bevorzugt, welche man hier am liebsten sehen möchte, kann man die dann hier zuvorderst reinpacken. Das könnt ihr euch dann natürlich individuell auswählen. Rückseite sieht so aus. Ah, alles klar. Also auch hier bedruckt. Und wir haben dann hier die Namen auch nochmal aufgedruckt, die ich ja eh gerade schon mal gesagt habe. Ja, damit man die auch zuordnen kann. Sehr schön gemacht. So, dann packen wir die wieder zusammen. Und das ist dann hier so ein, ja, einfach wie so ein Pappschuber. Und der bietet dann eben Platz für diese 4 Kärtchen. Und dann hat man hier wie so einen kleinen Fotorahmen. So, als nächstes haben wir hier dann dieses weiße Heftchen. Ich gehe mal davon aus, dass das hier dieses Credit Sheet ist, oder? Nein, das ist ein Faltposter scheinbar, okay. Also, hier nochmal die 4 Damen. So sieht das aus. In schwarzen Outfits. Rückseite blank weiß. Also es ist wie so ein klassisches Booklet, das man in einer CD vorne im Cover verstauen kann. Etwas größer halt das Ganze, aber von der Gestaltung her, und dann faltet man es auf und hat ein Booklet bzw. ein Poster. Okay, als nächstes haben wir dann noch das hier. Hier lesen wir wieder Blackpink, das Album und auf der Rückseite die Beteiligten. Und hier haben wir ebenfalls wieder jede Menge Material, Fotos und so weiter und so weiter. Also was haben wir hier? Einerseits mal Passbilder. So sieht das aus. 2 Passbilder im Hochformat. Dann einmal hier dieses Gruppenbild. Rechteckig. Alle 4 Damen. Dann einmal dieses hier. Mit seinem besonderen Rahmen in Schwarz und Silber. Auf der Rückseite haben wir auch wieder P und C, also Phonographic, Copyright und Copyright. Dann hier nochmal 4 Sticker, 2-mal mit der Krone, 2-mal Blackpink, the Album. Weitere Fotos, so sieht das aus. Auch wieder im Hochformat und ich glaube, das sind jetzt die Credits. Genau, das ist das sogenannte Credit Sheet. Bedeutet, hier haben wir die ganzen Infos zum Album. Wer war hier beteiligt, wer hat hier mitgewirkt. All das kann man hier nachlesen. Und das kommt auch hier wieder in seinem Schwarz und Silber. Gut. Ja, das war's mit den zusätzlichen Inhalten. Und wir haben eben hier, wie gesagt, noch die Album-CD. Die kommt hier nicht in einem Jewelcase oder Digipack oder sonst was. Was ich etwas schade finde, die kommt hier wirklich einfach nur in die Box so eingelassen. Also kann man sich etwas schwer ins Regal stellen in der Form. So sieht das aus. Das ist das Album hier in schwarz-rosa und die CD ganz klassisch gehalten. Ja, wir haben hier in der Mitte so einen kleinen Knubbel und da lässt sich die CD gut dran befestigen. Also, das war's soweit. Die Box hat hier auch noch, ich glaube hier kann man es sehen, genau, noch so einen Magnetverschluss, dass sie hier etwas besser schließt. Und zum Abschluss fassen wir noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Album-CD. Dann natürlich hier dieses kleine Map. Oh, hier sind noch weitere Fotos, die ich euch vorenthalten habe. Nein, ein einzelnes Foto noch. Ein Gruppenfoto. So, dann haben wir es aber endgültig. Also, ein Gruppenfoto ist hier noch mit dabei. Auf der Rückseite sieht das Ganze so aus. Kommt hier in diesem silbernen Mäppchen. Dann haben wir zusätzlich eben noch das Credit Sheet mit den ganzen Infos zum Album. Diverse Einzelporträtfotos. 4 Sticker. Ein Gruppenbild. Das zweite Gruppenbild. Das dritte Gruppenbild. Nochmal 2 Einzelfotos.
Dann das Poster hier zum Aufklappen. Diesen Rahmen hier mit den 4 Einzelfotos. Und das Hardcover-Fotobuch. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box. The Album von Blackpink. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Blackpink unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.